Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Voxel Tycoon. So, ich habe das ein bisschen umgebaut hier. Wir müssen also jetzt noch die Bahnhöfe einbauen. Das sollte jetzt also funktionieren. Hätte ich genug Geld. Dann lassen wir mal weiterlaufen. Und ja. Stopp. Also, Warteschleife reingebaut. Gott sei Dank sind wir jetzt noch in der Reichweite. Jetzt wird es nur allerhöchste Eisenbahn, dass der Zug die Waren dahin liefert. Deswegen müssen wir jetzt eben ganz schnell einmal den hier wieder rauslassen. Dann müssen wir den Zug hier einrichten. So. Laden. Warte mal, machen wir mal weg. Nochmal weg. Und dann nochmal laden. Und zwar hier. Entladen. Und zwar hier. Der Zug soll let go. Und dann setzen wir vorübergehend kurz hier ein Signal hin, damit der Zug rausfährt. Und das Signal wieder weg, damit der andere Zug den Bahnhof verlässt. So, jetzt wird es allerhöchste Eisenbahn. Ja, und wenn wir dann noch 2-3 Euro übrig haben, dann könnten wir möglicherweise, wie gesagt, hier die... Ja, ich weiß. Voll. Sehr gut. Jetzt aber. Ganz schnell. Ja, und dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir mit dem Stein umgehen. Ja, das ist ja jetzt die neue Ressource. Chuchu ist da. Und? Sehr gut. Ja, 35.000. Und demnächst können wir auf der Rückfahrt noch Dinge mitnehmen, denn ich würde gerne hier so eine Art Industriezentrum aufbauen. Und ja, wir brauchen noch einen weiteren LKW, wahrscheinlich der hier die Sachen hin und her fährt. Da war er gerade. 8, 16, 24, eher so einen noch oder so, ne? So, tschupp. Achso, starten müssen wir auch. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass sich das so ein bisschen einnivelliert. Und bei den anderen Ressourcen vorbei. Das Problem ist natürlich, wenn wir ja oben jetzt diese Stadt total überliefern, weiß ich gar nicht, was dann passiert. So, hier sieht alles gut aus. Noch genug Erz, genug Bäume. Das ist ja wie ein Träume. Produktion ist voll. Der Zug war offenbar gerade wieder da. Ja, Lager mit Erz ist voll, Lager mit Kohle ist voll, Lager mit Eisenerz ist voll. Das sieht also ganz gut aus, so auch finanziell gesehen. Gut. Verirrten Fahrzeuge haben wir auch erledigt. Das war jetzt halt der Zug, ne, der nichts gefunden hat. Und der wird... Jedes Mal fast voll. Eventuell müssen wir noch mehr Träger transportieren. So. 50 von 60. Ja, da ist natürlich die Nachfrage jetzt runtergegangen. Ich hoffe, dass die dann gleich wieder hochgeht. Und das Ding ist, wir könnten jetzt auch das Eisenerz holen. Für Forschungszwecke, ne? Und dass wir da das Eisenerz jetzt erstmal nur... zur Forschung holen. Allerdings haben wir das noch nicht erforscht. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht, wenn wir die Ressourcen nicht haben. Huch. Wir schauen mal. Hier in unserem Forschungszentrum. Ah, wir müssen übrigens gucken. Ja, wir haben ja hier noch die LKW, die hier rumfahren. So. Neue Forschung. Stahlverarbeitung können wir jetzt. So, Steinverarbeitung. Das ist Quatsch. Das können wir nicht. Da machen wir mal die neue Bergbauforschung. Dafür brauchen wir Träger. Das heißt, hier sind das denn Holzträger, die wir dafür brauchen? Ja, 16 Holzträger. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier die LKW, die hier versuchen, Barren anzuliefern.
Die müssen wir entfernen. Und Holzträger werden ja eh schon angeliefert. Da müssten wir höchstens dann ein paar mehr anliefern. Oder haben wir hier immer noch ein Eisenbarrengeschäft? Nee, ne? Genau. So. Palim, 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 palim. So, den auch weg. Haben wir das auch. Gucken, ob wir alle erwischt haben. Na, natürlich auch ein bisschen weniger Verkehr auf den Straßen. Ist ja auch nicht schlecht. Was wir dann eventuell mehr bräuchten, wären ein paar mehr Träger. Weil natürlich jetzt auch für Forschung verwendet werden. Sieht aber gut aus. Barren sind weg. Unwichtiger Verkehr auch. Sehr gut. So, das läuft, das läuft, das läuft. Hier brauchen wir noch mehr. Glaube ich. Oder haben wir da zu wenig Träger? Das könnte ja auch sein. Okay, wir duplizieren noch einen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es so ungefähr reicht. Duplizier daran diesen. Und let's go. Gut. Ansonsten, hier passt alles. Ja, wir sind ja dabei. Eventuell sollen wir da echt noch einen weiteren LKW holen. Diese Meldung kommt ja nicht von ungefähr. Die Streckenführung ist auch total bescheuert hier. Wir brauchen hier so eine Wendeschleife auch. Irgendwie, dass man hier auch nochmal wenden kann. So zum Beispiel. Genau. Dann können die nämlich schneller pendeln und müssen nicht ganz hier oben rumfahren. Allein das sollte schon mal hier die Menge an Trägern erheblich erhöhen. Weil die nicht hier so Irrfahrten machen, wie Odysseus. Guck da. Wir müssen also jetzt gleich von der anderen Seite kommen. Ja, habt ihr gesehen? Viel schneller. Trotzdem müssen wir eigentlich auf 32 kommen, damit der Zug voll ausgelastet ist. Und das tun wir immer noch nicht. Wir warten noch mal eine Runde ab, würde ich sagen. Weil der Erz ist ja genug da, ne? Und da kann man auch ein bisschen so gucken hier, damit man so ein bisschen mehr von der Welt sieht, wie dahin der Zug angefahren kommt. 15 haben wir jetzt. Würde ich sogar sagen, noch zwei Wagen holen, oder? Würde ich sagen. So, der ist auch schon. Also, duplizieren. Eins. Zwei. So, was natürlich auch sein kann, ist, dass hier das wieder leer gelaufen ist. Nö, das sieht alles gut aus. Bäume werden hinreichend hergestellt. Sehr gut. So, wir schauen nochmal. Der Zug ist so weit weg, dass wir ihn gar nicht sehen können. Jetzt sind es 25. 30. Jetzt passt es. Sehr schön.
Und damit müsste der Zug jetzt auch eigentlich, wenn er jetzt hier hinankommt, noch teurer verkaufen können. Und wir müssten uns anschauen. Ja, ich frage mich gerade, was das bringt mit dem Bergbau. Ob das irgendwie effizienter ist oder so, ob da mehr bei rauskommt. So, wie viel kriegen wir jetzt? Erst waren es 35.000 mit vollem Zug, jetzt 20.000, weil die Preise natürlich sinken, weil wir jetzt vielleicht auch ein bisschen überliefern. Und eben einfach noch die Meldung. Ah, mehr Eisenerz, siehst du? Sehr gut. Nachfrage gestiegen. Ja, das kommt ja ideal. So, hier sieht es noch gut aus. Kohle sieht gut aus. Bretter sieht gut aus. Hier, das haben wir Anfang dieser Staffel haben wir das angeschlossen. Sieht auch alles gut aus. Sehr schön. Kohlelager ist immer voll. Das freut mich. Ja, Forschung läuft auch ganz gut. 11 von 35 in nicht genug Ressourcen. Aber hier, der Laden bricht ein bisschen ein. Das heißt, wir sollten hier vielleicht noch zwei, drei weitere Trägerfahrzeuge holen. Das ist dieses hier. Alles für die Forschung. Wir gucken mal. Aber wir haben ja so viel Kohleüberschuss. Selbst wenn wir jetzt alles hier rein in die Forschung schmeißen, sollte es ja trotzdem gehen. Das ist ein bisschen heikel, weil hier auch schon alles überfüllt ist, ne? Aber wie geil das dann wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel dann irgendwie diese Steineforschung hinbekommen. Damit wir entsprechend größere LKW haben. Also weniger LKW. Und wir brauchen mehr Träger, seht ihr das? Joachimsthal möchte mehr Kohle haben. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Ja, wie gesagt, neue LKW halte ich so ein bisschen für angezeigt. Weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Wir brauchen eine weitere Säge, ne? Ja. So, wir gehen mal hier drauf. Verarbeitung. Säge. Da bin ich mal gespannt, wann wir zum ersten Mal hier diese ganzen neuen Sachen probieren. So. Natürlich muss er genau jetzt speichern. So, zack, den. Und dann schließen wir mal an. Nicht, dass die leer laufen hier. Er kämpft, er kämpft, er kämpft. Okay, das können wir regeln, indem wir einen LKW wieder rausschmeißen, der hier unten hinliefert. Da dann doch einer zu viel. Du bitte mal ins Depot. Es ist nicht schön. Also, Eisenbahn wäre definitiv schöner. Es ist echt zu viel. Komm, noch ein weg. Aber das hat sich schon mal wieder gefangen. Sehr gut. Was macht hier unser Erz? Das sieht auch noch gut aus. Da kommt Chuchu. Das hat sich auch mittlerweile schön aufgebaut. Gut, dann gucken wir jetzt mal eben kurz nach der Kohle. Eventuell vielleicht noch einen weiteren LKW hier hinschicken. Aber 135, 175, naja. Das hier würde ich gerne auch hübsch haben. Ah. Oh, gut. Sehr einfach. Das sieht auch noch gut aus. Schön. Nö, ich bin zufrieden. Gut, so können wir es lassen. Prima, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge müssen wir langsam überlegen, welche nächste... Was? Ach, jetzt wollte ich auch noch mehr Holzträger haben. Mhm. Ja, nicht, dass wir da irgendwann einen zweiten Zug bauen müssen. Oh. Stahlbarren. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, in der nächsten Folge machen wir dies, das, jenes. Aber ihr seht, in der nächsten Folge machen wir... Oh,
wenig Baumstämme. Okay, wir machen zu wenig Baumstämme und Stahlbarren. Denn für Stahlbarren bekommen wir 700. Das heißt, wir müssen irgendwie Stahlbarren fertigen. Und ja, wie das geht, finden wir vielleicht heraus. Schade, dass wir diese Stahlteile nicht brauchen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.